Ganz herzlich willkommen zum Podcast Tage wie diese. Hier bist du richtig, wenn du dich der Menschheitsfamilie zugehörig fühlst. Tage wie diese, der Podcast mit Diana Hemmi. Wenn du weißt, es gibt im Moment viele Menschen, die herausfordernde Zeiten mitmachen. Vielleicht gehörst du selber dazu. Du weißt aber auch, dass es da draußen Menschen gibt, die ein neues Miteinander gestalten. Die einen machen das aktiv, indem sie ihr Wissen weitergeben, indem sie sich austauschen. Ich nenne es gern die Co-Kreativität, weil das ist etwas, was nur wir Menschen können. Wir können andere Menschen inspirieren. Das kann keine künstliche Intelligenz, das kann kein Roboter, gar nichts, sondern nur wir Menschen haben die Fähigkeit, mit unserem Wissen, mit unserem Geist andere Menschen zu berühren, zu inspirieren. Du bist hier richtig, wenn du dein Wesen annehmen willst, wie du bist, weil du bist ein richtiger und wichtiger Teil der Menschheitsfamilie. Du gehörst dazu. Und wenn du sagst, jawohl, ich selber oder Bekannte oder meine Familie, wir machen im Moment wirklich schwierige Zeiten durch, dann möchte ich, dass du weißt, dass wir Tage wie diese, also dass ich Tage wie diese gegründet habe, genau aus diesem Grund, weil es nie wichtiger war, die eigenen Ressourcen, die jeder in sich hat, zu aktivieren. Das war meine Grundidee. Aber ganz ehrlich, ich allein. Das ist mittlerweile so, viele Menschen sind da mit dabei, allein schon die Referenten, allein die Gäste, die an unseren ersten Anlass hätten kommen sollen, der dann leider aufgrund von C verschoben wurde. Diese Menschen wollen genau das. Sie wollen in sich die Ressourcen aktivieren und sie wollen das Leben. Das heißt, sie wollen das Gefühl kultivieren, dazu zu gehören der Menschheitsfamilie, weil nur das uns wirklich durch diese anspruchsvolle Zeit trägt und gleichzeitig auch uns inspiriert. Wie machen andere das? Was haben andere Menschen erlebt, die durch die größten Krisen ihres Lebens gegangen sind? Ich kann dir sagen, dass ich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen mit Menschen gesprochen habe, deren Schicksal mich zutiefst berührt hat. Und all diese Menschen haben etwas gemeinsam. Sie sind jetzt an einem Punkt, wo sie sagen, und unabhängig voneinander, sagen alle genau das Gleiche. Sie sagen, mein bisheriges Leben war die Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Ich weiß nicht, was kommt. Ich habe keine Kristallkugel zu Hause. Und ich weiß nicht, ob du eine hast, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wir die größte Kraft aus uns herausschöpfen müssen. Ich sage bewusst müssen, weil darum geht es. Und das ist aus meiner Sicht einfacher, wenn wir das gemeinsam machen. Ich möchte dir etwas sagen, was mir sehr wichtig ist und was für dich wahrscheinlich auch dir dann sagt, ob du hier richtig bist, in diesem Podcast. Wir sind alle ein Teil der Menschheitsfamilie. Und wenn unser erster Anlass Ende Oktober 2020, 1. November 2020 wirklich stattgefunden hätte, dann wären da knapp 1000 Menschen in dieser Halle gewesen. Und es hätten keine zwei Menschen genau den gleichen Standpunkt gehabt. Das heißt, sie hätten nicht das Gleiche gewusst. Sie hätten
nicht die gleichen Erfahrungen in ihrem Leben gemacht. Und trotzdem ist es mein Ziel, dass genau von diesen knapp 1000 Menschen jeder dem anderen so begegnet wäre, in der Haltung, dass der andere auch richtig und auch wichtig ist. Aus meiner Sicht ist das die einzige Möglichkeit, wie wir dieses neue Miteinander leben. Nämlich den anderen anzunehmen, da wo er steht. Und das setzt natürlich voraus, dass wir uns selbst annehmen, so wie wir sind. Ich selber bin Expertin, ich darf das wirklich sagen, wenn es um Beziehungen geht. Und die wichtigste Beziehung, die du in deinem Leben haben wirst, und davon bin ich überzeugt, egal wie die Zeiten sich verändern, die Beziehung hast du zu dir selbst. Und hier, in Tage wie diese, kommen Experten zu Wort, die alle das Ziel haben, dich zu unterstützen in diesen herausfordernden Zeiten. Dafür sind wir hier, dafür arbeiten wir und machen wirklich alles möglich, damit wir so viele Menschen erreichen, wie es irgendwie geht. Wenn das für dich in Ordnung ist oder wenn das für dich stimmt, freue ich mich, wenn du dabei bleibst. Vielen Dank.